Hallo, Hallöle, wer kennt das noch? Tut mir leid, dass ich so spät bin. Ich habe jetzt, wenn ich den aufnehme, 19:05 hier, aber ich habe hier ganz erhebliche Probleme im Internet. Das ist anscheinend der ganze Stadtteil betroffen. Und das war sehr ärgerlich, weil es mir da auch eine Position einfach zu früh rausgehauen hat. Und ärgerlich. Das ist so wie, ich saß vor Bouillon und hatte keinen Löffel. So muss man das wirklich sagen. Sehr ärgerlich, weil das war ein ziemlich schöner Tag mit der großen, fetten Bewegung. Und es gab auch ein sehr gutes Verkaufssignal. Ich gehe da vielleicht gleich drauf nochmal ein. Vorher eins, mich hat einer gefragt, wie das Wetter auf Koh Samui ist. So ist das Wetter auf Koh Samui. So hatte ich das da, ich war nur 12 Tage da, die ganze Zeit. Nur manchmal, bei den 28 Grad, kam es dann hierzu. Und wenn man bei der Zeit auf seinem Roller sitzt, hat man ein Problem. Also das gab es dann auch. Das regnet dann eine Viertelstunde und dann ist aus die Maus. Okay, das tut so. Aber eine Person hat mich auf die Idee gebracht, ich soll da mal ein Seminar machen und in den Pausen dann thailändisch kochen. Ich finde die Idee gar nicht so doof, muss ich sagen. Ich muss mir das mal irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Aber jetzt kommen wir mal hier zum DAX. Also, wir hatten ja dieses, was ich nenne, Zwei-Phasen-Modell, beziehungsweise zwei Phasen hier oben, die blaue und die schwarze. Wir haben jetzt die blaue haben wir jetzt heute verlassen, gerade eben jetzt hier um 19:06 Uhr handeln wir bei 15.203. Ich habe euch, weil ich weiß, viele schauen da drauf, diesen Trend hier auch nochmal reingemacht. Ich persönlich mag die ja nicht, ich mag lieber die horizontalen, aber das überlasse ich jedem selbst. Wir haben den gebrochen. Das ist der Aufwärtstrend vom 3.10. Vom 3.10. von 11.850. Ja, der ist jetzt erstmal durch, auch nachhaltig gebrochen. Und wir wechseln von der blauen in die schwarze Zone. Gehe ich mal weiter rein. So, wir haben hier verschiedene Punkte vom Chart. Zum einen haben wir noch das Gap vom 1.2. Da war der Schlusskurs bei 15.180 und das haben wir heute geschlossen. Aber wirklich punktgenau. Punktgenau 15.180. Mal schauen. Hier sagt er 15.212. Ich habe aber doch vorhin schon tiefer gesehen. Da waren nämlich auch Scheine, die sind nämlich da auch gestorben dabei. Wir waren da tiefer. Also meines Erachtens nach stimmt hier irgendwas im Chart nicht. Aber gut, egal wie. Wir haben also Unterstützung. Klar, das untere Band war 15.130 und dann auf jeden Fall noch viel wichtiger die 14.931. Das sind diese Unterstützungen hier. Wir sind von der Technik nach unten gerichtet. Das ist sehr missverständlich hier. Ja? Lang, kurz, noch länger. Also das ist schwierig, aber es ist negativ über die moderne als auch die traditionelle Sichtweise. Stochastik ist weiter nach unten im Fallen begriffen, von daher momentan nicht viel Tolles. Und ich muss davon ausgehen, dass wir diesen Bereich wenigstens, also mindestens das Band sehen, mit ein bisschen Pech sogar runter unter die 15.000 gehen. Das heißt, mit ein bisschen Pech, mich stört es nicht. Ich glaube, das Gros nach wie vor, das Gros der Leute stört es auch nicht, wenn der Markt weiter runter geht. Also von daher ist das eine Bewegung, die, glaube ich, jedem sogar ganz gut tun würde. Der Markt, dem Markt auch, der muss endlich atmen. Und da reicht diese Seitwärtsphase hier nicht. Und wir gehen jetzt in die zweite Phase der Seitwärtsphase. Ich habe folgendes Problem heute gehabt. Ich hatte diesen Put hier und der war heute Morgen dann irgendwann bei 7 und dann fängt das Internet an zu wackeln. Und da habe ich gesagt, das hat ja keinen Sinn, das bringt es ja nicht. Und da habe ich den dann mit plus, was weiß ich, 60 Punkten rausgeschmissen. Und dann ging es erst richtig runter, aber das habe ich nicht mehr gesehen, weil halt das Internet da nicht wollte. Ich habe gerade eben auf YouTube einen Film reingestellt, den habe ich heute Mittag noch machen können mit dem Andreas Bernstein. Da geht es um BYD, BASF und Deutsche Telekom. Aber auch da gab es immer mal wieder Probleme, Deutlichkeit und so. Das ist irgendwie hat das heute hier alles nicht gewollt. Wie gesagt, ich saß vor Bouillon und hatte keinen Löffel. Also das ist schon ärgerlich, wenn dann sowas an einem vorbeigeht. Man ist da, aber man kann es nicht machen. Das ist saublöd. Ich habe diesen Schein drin gelassen. 14.841, der liegt nämlich hier drunter, der liegt hier. Der hat im Moment den stolzen Hebel von 38. Empfehle ich selten sowas, aber den bitte erstmal nur auf die Watchlist. Wenn wir hier in diesem Bereich sind, kann das mal so eine Spaßoption sein. Ja, dann hat er wahrscheinlich einen Hebel von naja, so um die 70 rum. 70, 80, wenn es reicht. Aber das sind dann so Dinger, die sich ganz schnell verdoppeln und verdreifachen und vervierfachen, wenn hier unten irgendeine Chartumkehr sichtbar ist. Doji, Hammer, Inverted Umbrella Doji,
Bullish Engulfing Pattern, solche Geschichten. Wenn die hier unten sind, dann kann das Spaß machen. Das ist die GZ6V11. Ansonsten lasse ich die, haltet mal kurz den Film an, lasse ich die Scheine genau so drin. Das sind auch die vom Montag. Jetzt sind natürlich die Puts ein bisschen weniger gehebelt. Klar, wir sind ja auch deutlicher gefallen. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass wir jetzt irgendwo hier runtergehen auf 14.100 in der nächsten Bewegung. Aber die Seitwärtsphase ist erstmal in der ersten Stufe, in der ersten blauen Stufe beendet und geht jetzt hier in die zweite Stufe rein, in die schwarze Stufe. Und da muss man mal gucken. Also vor uns stehen wirklich interessante Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Das Gold hat heute Morgen Film gemacht, kommt auch immer weiter in diese Kaufzone rein von 1800, handelt im Moment bei 1810. Und Nasdaq gibt weiter nach mit minus 2,31%. Wo ist denn der Dow? Dow ist jetzt bei minus 1,5%. Also ich rechne jetzt momentan nicht damit, dass er sich nach diesem Tag sofort erholt. Damit rechne ich nicht. Ich gehe davon aus, wir geben hier weiter Terrainpreis, ziehen uns ein bisschen zurück, aber das ist wirklich gut für den Markt. Dann lernt er endlich mal das Atmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.